Wenn du wissen möchtest, wie du diese Schale selber machen kannst, dann bleib jetzt dran. Herzlich willkommen in meiner Kreativmanufaktur. Ich bin's wieder, Sonja, und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es mal nicht ums Thema Epoxidharz, sondern ich zeige euch, wie ihr aus Leder eine Schale machen könnt, wo ihr zum Beispiel Schlüssel reinlegen könnt oder ja, Kleinigkeiten, auch fürs Badezimmer irgendwie so ein bisschen Schnickschnack oder so. Das ist mein Originalversuch. Ja, also guckt es euch einfach an. Also ich werde da wahrscheinlich nochmal ein Video dazu machen und werde es ein bisschen anders austüfteln. Aber ich wollte euch das trotzdem mal zeigen, weil es hat funktioniert. Es geht wahrscheinlich ein bisschen einfacher auch noch, aber es hat funktioniert. Und ja, schaut es euch am besten selber an und ich bin gespannt, was ihr da dazu sagt. Also, wir sehen uns gleich wieder am Ende des Videos. Was benötigst du alles, um solch eine Schale selber herzustellen? Pflanzlich gegerbtes Leder, eine schnittfeste Unterlage, die Form, die deine Schale nachher haben sollte, eine Lederschere, Lederkleber, Lederversiegelung, Klammern, ein Lineal und Lederfarbe deiner Wahl. So, ich habe mir hier ein schönes Stück pflanzlich gegerbtes Leder rausgesucht. Ich bestelle mir da immer die B-Ware. Hier markiere ich eine kleine Narbe. Das Ganze ist gar nicht schlimm. Also für den Hobbybereich reicht es auf jeden Fall. Und ich habe mir hier eine Schablone von meiner Form gemacht. So. Ich nehme mir jetzt so einen Pickel und ziehe das einfach nach. Das reicht aus. Ihr braucht da keinen Stift. So. Kurz möchte ich darauf eingehen, warum pflanzlich gegerbtes Leder. Also beim pflanzlich gegerbten Leder sind noch keine Imprägnierstoffe, Farbstoffe und so weiter enthalten. Das heißt, das Leder hat die Eigenschaft, nach dem Trocknen die Form so beizubehalten. Das heißt, wir machen das auch gleich nass. Das seht ihr auch. Das zeige ich euch auch, wie ich das mache. Das sollte nämlich nicht zu nass sein. Und dann kann man das Leder quasi so formen, wie man das möchte. Und das finde ich eigentlich eine ganz spannende Geschichte. So, jetzt habe ich die Formen draufgelegt, jetzt noch die Innenform. So, jetzt machen wir eher dahin. Also ihr könnt da einfach was Spitziges nehmen und das nachzeichnen. Ihr seht ja, das sieht man nachher gut. Und dann das Ganze ausschneiden. So, ich habe jetzt hier ein sehr scharfes Messer. Ihr könnt auch so ein ganz normales Teppichmesser nehmen. Am besten ihr macht da eine neue Klinge rein. Dann sind die schön scharf. Ich habe jetzt einfach so ein, also das ist ein Ledermesser. Die kann man dann auch nachschärfen und dann passt es. So, jetzt schneide ich noch mit der Lederschere die krummen Kanten ein bisschen gerade. So, hebe meine Form jetzt mal drauf. Mal schauen, ob ich das... Ah, das ist noch ein bisschen zu groß. Dann noch ein bisschen anpassen. Erst umdrehen. Und nochmal mit diesem... Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich sage immer Pickel, weil das so spitzig ist. Mit dieser dicken Nadel quasi nochmal nachfahren und die Kanten, die dann noch da sind, wo zu weit sind, die schneide ich weg. Dieses Teil ist quasi die Bodenverstärkung.
die könntet ihr auch mit Karton machen zum Beispiel. Ich habe es jetzt auch mit Leder gemacht, weil das Ganze wird ja nass gemacht. So, und jetzt habe ich hier eine Versiegelung für Leder. Die trocknet wasserfest nach. Das heißt, da wird das Leder einmal ein bisschen stabiler und es ist nachher einfach auch quasi versiegelt. Weil dadurch, dass es pflanzlich gegerbt ist, ist es natürlich so, dass es auch alles durchlässt. Und hier hilft man quasi dem Leder, ja, dass es ein bisschen stabiler und robuster auch wird. So, da braucht ihr gar nicht viel. Ihr seht, ich habe da immer noch was an meinem Spatel dran. Das ist ganz arg ergiebig. Das heißt, da könnt ihr euch dann, wenn ihr euch das kaufen wollt, auch die kleine Dose kaufen. So, ich mache da jede Seite einmal mit. So, also nur eine Seite, nicht jede Seite, sondern nur eine Seite. Also jedes Teil. So ist richtig. Jedes Teil einmal mit und dann trocknen lassen. Das trocknet recht schnell, also ihr werdet gleich dann merken, dass es gar nicht lange braucht. Ich habe das jetzt einfach mit so einem Spatel gemacht. Ja, die Pinsel, wenn die dann eintrocknen, werden die so fest. Und deswegen mache ich das mit so einem Plastikspatel. Den kann man immer wieder verwenden. Ja, das ist schon trocken. Also, das geht ganz schnell. Deckel zumachen. Und dann geht es ans Zusammenkleben. Da nehme ich wieder den Lederkleber. So, lege das ungefähr in die Mitte. Und jetzt lege ich meine Form, die habe ich übrigens in einem Töpfershop gekauft, also die sind eigentlich für Tonschalen, lege ich mal so drauf, so. Ich habe es ein bisschen knapp zugeschnitten, also ihr seht, es hätte ein bisschen reichhaltiger an manchen Stellen sein dürfen. So, ich platziere das jetzt ungefähr in der Mitte. Und ja, so müsste es passen. Auch hier zeichne ich das einfach wieder so ein bisschen an. Und dann kommt schon der Klebstoff drauf. Auch das mache ich wieder mit einem Spatel. So. Ja, das ist schon ein bisschen eingetrocknet, das sieht man, aber das macht nichts, den kann man noch verwenden. Es ist nur ein bisschen schwieriger, das aufzutragen, aber das ist an sich kein Thema. Also, mit ein bisschen Geduld geht es schon. So. Und jetzt trage ich quasi überall auf den Seiten, wo ich auch quasi den Versiegler drauf habe, den Kleber drauf. Schön glatt streichen. Dadurch, dass der schon ein bisschen angetrocknet ist, seht ihr, da gibt es immer solche Wülste. Die solltet man schön glatt streichen, weil die sieht man nachher sonst. So. So, das Mittelteil muss ja von beiden Seiten eingestrichen werden, weil da kommt ja nachher noch die andere Lederschicht drauf. So, und das letzte Teil. Mittelteil bestreiche ich mit Kleber, wenn ich es drauf geklebt habe. Sonst kann ich es ja nicht hier hinlegen, sonst klebt mir das ja an meine Matte fest. Solltet ihr zu lange warten und es klebt dann nicht, könnt ihr es einfach mit dem Heißluftföhn kurz anföhnen und somit aktiviert er den Klebstoff wieder. So, jetzt geht's los. Kommt es auf meine Markierung, wie angezeichnet, drauf. Und das hebt auch ganz gut, das kann man auch nicht mehr schieben. So, und jetzt mache ich da Kleber drauf nochmal. Und es gibt quasi der verstärkte Boden. Das sind dann quasi drei Schichten, die ihr da drauf habt.
So. Da brauche ich jetzt nicht warten, weil das außenrum ja schon getrocknet ist und der Rest zieht dann auch noch an. So, vorsichtig draufsetzen, nochmal checken. So, und festdrücken. So, ich nehme jetzt hier so mein Falzeisen dazu und drückt es glatt und dann seht ihr auch schon schön die Kanten von dem mittleren Leder. So. Genau, andere Seite mache ich das nochmal genauso. Ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn, dieser Arbeitsschritt, weil wir das Leder ja dann jetzt in Form bringen wollen. Und wir wollen, dass es ja genau da an den Kanten eben auch den Knick bekommt. So. Damit ihr das formen könnt, ist es natürlich wichtig, das Leder nass zu machen. Aber schmeißt das Ganze jetzt nicht einfach ins Wasser. Ich habe jetzt, ihr seht hier, ein altes Handtuch hergenommen und meine Form. Und die gebe ich jetzt drauf. Ich prüfe das gerade, ob das so einigermaßen richtig liegt. So, da habe ich mir einen Becher mit Wasser hergelegt, mache das Handtuch nass und jetzt mache ich so quasi meine Lederstücke nass. Wenn es zu nass ist, wird es nichts. Also einfach so, ihr seht ja jetzt, das Leder sieht ja jetzt auch anders aus. Das trocknet natürlich jetzt auch schnell nach, weil die andere Seite natürlich noch nicht nass ist. Das heißt, die müssen wir jetzt auch nass machen. So. Und jetzt kommt eben dieses Holz mit drauf. Wie gesagt, das habe ich aus dem Töpfershop. Und dann schaut ihr das genau an. Deswegen sieht man das jetzt nicht. Ich habe das natürlich ein bisschen zu mir hergenommen. Genau. Und jetzt ist natürlich Geduld angesagt. Ihr müsst es jetzt so ein bisschen drüber biegen, die Kanten ein bisschen zwicken, sage ich jetzt mal. Hier fahre ich mit dem Hammer so ein bisschen rüber. Ja, mit dem Falzeisen geht es ein bisschen besser. Fahre die Kanten nach. Es ist ein bisschen eine Arbeit. Ich schneide jetzt hier mal grob die Ecken ein, aber nicht zu weit. Also es soll ja nicht so rein wie nachher, also in die Schale eingeschnitten, sondern quasi nur in diesen Teil einschneiden, das was nachher weggeschnitten wird. Ja, also... Und ihr seht, ich fahre immer wieder mit dem Falzeisen hin und her. Das kann man auch mit dem Hammer machen. Ja, auf der Seite seht ihr, habe ich ein bisschen wenig Leder. Das war nicht so ganz so gut. Da schneide ich jetzt auch die Ecke nochmal ein, damit die Spannung genommen wird. Seht ihr, jetzt kann ich die Ecke wieder an die richtige Stelle hinschieben. So, ihr könnt auch einfach ein Holzstück nehmen oder so. Also ihr braucht jetzt da nicht unbedingt sowas... so ein Falzmesser oder sowas kaufen, sondern das geht auch ganz einfach mit einem glatten Holzstück oder mit einem Brieföffner oder sowas. Genau. Und es ging jetzt tatsächlich so eine ganze Weile. Hier habe ich schon gleich mal ein Stück Leder weggenommen, weil das einfach schwierig war, das ordentlich hinzukriegen. So. Genau. Und solange das nass ist, könnt ihr das natürlich auch noch formen. Genau, da habe ich noch ein bisschen nachgenässt, weil es schon wieder... Es trocknet recht schnell, gell? So. Jetzt habe ich mir die Schablone genommen. Die hatte ich vorher aus so ein bisschen, ja, so einer dünne Spanplatte raus. Quasi geschnitten in der gleichen Form, bisschen größer. So vielleicht einen Zentimeter größer. Und jetzt... klemme ich das quasi drunter, so dass das Leder quasi, wie soll ich denn das jetzt sagen, wie ein Hut bildet. Also über unsere Schalung, ihr seht es ja. Und dann mache ich die Klammern hin. Die geben allerdings Abdrücke. Also diese Klammern sind nicht ganz so ideal. Also die Abdrücke habe ich auch jetzt noch drin. Das ist ein bisschen schade. Da werde ich mir aber was Besseres einfallen lassen. Ich habe mir schon überlegt, ob ich vielleicht nochmal ein Holz aussäge und es drüberlegen kann und dann ein bisschen mehr Leder am Rand lasse
Und dann quasi nur das Holz einspannen. Wisst ihr, wie ich meine? Also zwei Hölzer aufeinander und dann in der Mitte eben das Loch, dass eben diese Schale da durchpasst, quasi. Na, ich weiß nicht, ob ihr jetzt verstanden habt, wie ich es meine, aber ja. Wenn ich da eine Lösung gefunden habe, dafür werde ich nochmal ein Video dazu machen. War jetzt gerade ein bisschen chaotisch. Aber vielleicht habt ihr es ja auch verstanden. Oder vielleicht habt ihr ja eine Idee. Oder wisst Klammern, die besser dazu passen würden. Das Ganze lasse ich jetzt bis morgen früh so stehen. Einfach über Nacht, dass es richtig trocken ist. Und dann kann man die Klammern wegmachen. So. Und jetzt kommt's. Bleibt die Form oder bleibt die Form nicht? Ich war so gespannt. Echt. So, jetzt machen wir das weg. Aus. Ja, cool. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Also, richtig, richtig schön. Gefällt mir. Ja, dann kann es ja weitergehen. Jetzt habe ich mein Lineal hergenommen, weil ich natürlich jetzt diese Kanten, die da zu weit weg sind, die müssen natürlich jetzt abgeschnitten werden. Da habe ich jetzt wieder mein Ledermesser hergenommen. Das schärfe ich immer davor. So, das sind natürlich jetzt zwei Schichten aufeinander. Ja. Ist natürlich nicht so einfach, da muss man ein bisschen mit Kraft dran. Aber immer aufpassen auf die Finger, weil diese scharfen Messer, die sind dann immer, ja, da sind die Finger oft schnell im Weg. So. Und da ich das nicht drauf habe, gerade zu schneiden, ich kann es einfach nicht. Schon früher, wenn ich genäht habe, habe ich nichts gerade abschneiden können. Habe ich mir jetzt überlegt, ich mache das so, dass ich hier die Kanten noch ein bisschen anzeichne. Jetzt habe ich allerdings einen Stift genommen. Ich habe einfach einen Füllstift genommen und es angezeichnet. Und die schneide ich dann mit der Schere nach. Weil das ist so eine schöne Form, die ist so ein bisschen gerundet an den Ecken. Und das wollte ich auch an meiner Schale haben. So, und da habe ich jetzt die Schere da dazu genommen. Aber da muss man natürlich schon mit Kraft arbeiten, weil das natürlich jetzt die zwei Schichten sind. Und ich glaube, das Leder hat eine Stärke von 1,6 oder so. Das ist schon ein bisschen dicker. Und dann sind es ja quasi 3 mm. Und da muss man natürlich schon ein bisschen Kraft aufwenden. Aber wie gesagt, das ist quasi meine Lederschere. Da schneide ich auch nur das Leder damit, wird kein Papier, nichts geschnitten mit der. Und dann, ja, kriegt man das schon hin. So. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, mit dem Versiegler am Anfang, nachher am Schluss, wenn das fertig eingefärbt ist, die Kanten auch noch ein bisschen versiegeln. Also das geht auch. So. So, jetzt mache ich dann noch das noch ein bisschen, also manche Sachen gehen einfach nur mit dem Messer. So, diese Feinheiten. So, da sehen die Kanten gleich ein bisschen schicker aus. So, und jetzt kommt die Lederfarbe. Da habe ich jetzt hier so einen Tupfer.
Zieht auf jeden Fall Handschuhe an. Zieht Klamotten an, die dreckig werden können. Habt eine Unterlage drunter. Dieses Zeug ist so hochpigmentiert. Alles, das sieht nachher aus. Also, wenn ihr das irgendwo hinbekommt, dann bekommt ihr das fast nicht mehr weg. Genau, also ich mache jetzt erstmal hier die Kanten. Und ja, wie gesagt, ohne Handschuhe auf gar keinen Fall, weil ihr kriegt das von der Haut nachher nicht mehr runter. Und ich weiß auch nicht, ja, das kann auch sein, dass das jemand nicht verträgt oder so. Also lieber mit Handschuhe arbeiten. Ich habe jetzt hier keine Nitrilhandschuhe, ich habe hier ganz normale Latexhandschuhe. Die reichen da auch aus und ich habe nichts auf der Haut gehabt. Und ja, und ihr seht, das Leder nimmt es zum Teil ein bisschen besser an und ein bisschen weniger gut. Man muss da auch ruhig so 2-3 Mal drüber gehen. Wenn man möchte, ihr könnt es natürlich so Natur belassen und es ein bisschen einfetten oder sowas, das geht auch. Allerdings dunkelt das Leder sowieso nach. Und ich habe mich jetzt tatsächlich, für dieses dunkle Braun entschieden, weil ich es gerne ein bisschen rustikal haben wollte. Also bei uns kommen dann nachher Schlüssel rein und ja, alles, was man so an der Haustür wegwerfen möchte, was man so dabei hat. Also und deswegen habe ich mich jetzt für das Braun entschieden. Das gefällt mir ganz gut. Ihr seht, so nach der ersten Schicht sieht es noch nicht ganz so gut aus. Es ist sehr streifig und sehr fleckig. Aber schon mit der zweiten Schicht wird es besser. Das ist quasi wie beim Wendestreichen. Und das müsst ihr halt dann einfach auch gut trocknen lassen. Ich habe das einfach, ja, ich glaube, eine Stunde oder so liegen lassen. Und dann war das auch wirklich trocken. Dann hat es auch nicht mehr abgefärbt und so. Und hat dann einfach gut ausgesehen. Rückseite. Man hätte das Ganze jetzt zum Beispiel auch punzieren können, also ein schönes Muster eingravieren können. Das kann ich euch auch mal zeigen, wenn ihr wollt. Ich habe jetzt einfach mal eine ganz einfache Schale gemacht. Wenn ihr was zum Punzieren sehen wollt, wie das geht und was ihr da so beachten solltet, dann schreibt es doch einfach mal unten in die Kommentare. Dann mache ich euch da gerne mal ein Video dazu. Und ja, ich werde sicher noch mal eine Schale machen. Also ich habe so eine Form noch ein bisschen länglicher für Kugelschreiber, für Schreibtische und sowas. So eine Holzform. Und dann könnte ich euch die doch auch noch zeigen, wenn ihr wollt. So. Also ihr seht, man braucht ein bisschen Geduld. Aber das ist ja das Schöne, wenn man sich einem Hobby widmet, dass man da einfach sich auch die Zeit lassen kann. Und ihr seht auch meine Handschuhe, gell? Also man hat dann wirklich Farbe an den Fingern. Und ja. Lieber darauf achten und die Haut schützen. Genau, also ihr seht, ich habe das ein paar Mal aufgetragen, überall, wo es wieder heller geworden ist und so. Und dann hat es so eine richtig schöne, dunkle, ja, so ein bisschen rauchig irgendwie auch, so dunkelrauchig eine Farbe bekommen. Und das gefällt mir irgendwie. So. Und so sieht sie fertig aus. Ja, ihr habt es gesehen, die Klammern sind nicht die besten. Also die haben auch Abdrücke gegeben und so. Also ich habe mir schon überlegt, mir da aus Holz eine Vorrichtung zu machen, dass ich es ein bisschen besser spannen kann. Trotz allem wollte ich das Material jetzt nicht verschwenden. Ich fand es eigentlich auch ganz witzig, es ist mal so zum Auszuprobieren. Und an sich ist sie ganz schön geworden. Es geht noch ein bisschen besser. Aber es hat mega Spaß gemacht. Ja, was sagt denn ihr dazu?
Würdet ihr sowas auch mal ausprobieren? Wer weiß? Oder hättet ihr es ganz anders gemacht? Wenn ja, schreibt es mir doch einfach mal hier unten in die Kommentare rein. Und ich bin echt gespannt auf eure Anregungen. Wir sehen uns nächste Woche Samstag wieder mit einem neuen Video. Und ja, ich danke euch für eure Likes und euer Abo. Und bis dann, meine Lieben. Tschüss.